Herzlich willkommen zu einer Runde 8-Bit-Armies. Nun, was ist 8-Bit-Armies? Ganz stark runtergekürzt kann man sagen, Command & Conquer in Voxelgrafik im 8-Bit-Charme. Und das kommt nicht von ungefähr, denn das Spiel ist von Petroglyph, unten sehen wir es. Wenn einige Leute das Spiel kennen, Universe at War, haben die auch gemacht. Und das Team besteht aus einigen ehemaligen Command & Conquer Entwicklern. Von daher die Ähnlichkeit. Und das ist auch gewollt, die Ähnlichkeit zu Command & Conquer. Und ich würde sagen, wir spielen einfach mal ein Skirmish und gucken es uns mal an. Es gibt einige Karten zur Auswahl. Es geht bis zu 8 Spieler. Ich würde sagen, wir machen einfach mal ein normales Skirmish gegen die KI. So, da sind wir. Wir dürfen uns auch eine Farbe raussuchen. Unsere Startposition. Und ihr werdet gleich sehen, wie der Look vom Spiel gehalten ist. Als KI nehme ich mal einen harten Gegner, weil ich habe jetzt schon mich ein kleines bisschen eingespielt. Von daher denke ich mir, dass ich mir das zutraue. Farbe. Ja, bleibt mal dabei. Passt. Legen wir los. Hier sieht man schon. Es ist sehr, sehr retro gehalten. Da. Und ja, ihr erkennt's wieder, oder? Also alle Leute, die Command & Conquer kennen, erkennt's sofort wieder. Die Bauleiste mit Einheiten, mit Gebäuden. Und ja, es gibt hier kein Erz oder Tiberium. Das muss auch vorher noch gesagt werden, weil es gibt viele Command & Conquer Teile. Es ist tatsächlich so an die ersten Tiberium- bzw. Alarmstufe Rot Teile angelehnt, das Spiel. So, man kann tatsächlich sagen, so vom Stil gehalten wie Tiberium-Konflikt oder Alarmstufe Rot 1. Mit der Ausnahme, dass es hier kein Erz oder Tiberium gibt, sondern hier so Öl zum Abbauen. Also so KKND-2 ein Hauch mit drin. Beziehungsweise allgemein KKND. Und ja, wir bauen einfach mal drauf los, ansonsten ist alles wie bei Command & Conquer. Energie brauchen wir für unsere Gebäude und Verteidigungsanlagen. Wir können Superwaffen bauen und später mit Raketensilos. Wir können Lufteinheiten bauen mit Helikoptern. Es ist halt wirklich, ja, ein Voxel-Reboot quasi von den ersten Command & Conquers. Wenn man es so ganz grob sehen will. Na gut, und ein Unterschied ist, Gebäude werden platziert und dann werden sie erst gebaut. Bei Command & Conquer war es ja so, erst wenn es hier fertig war, konnte man sie sofort platzieren. Ich finde, das ist eine schöne... das ist sogar besser als das alte System, weil da kann man dem Gegner nicht einfach mal so instant einfach mal hier einen Verteidigungsturm vor die Nase setzen oder so. Der muss erstmal gebaut werden. Ja, und ich muss auch sagen, als ich den ersten Trailer zum Spiel gesehen habe, ich war mir sehr, sehr unsicher, ob das Spiel tatsächlich so den Command & Conquer Flair rüberbringt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr überrascht. Ich habe es gespielt und war irgendwie sofort an Command & Conquer erinnert. Funktioniert also gut. Hier werden wir schon gleich angegriffen. Rossa. Aber abgewehrt. Ja, die KI haut schon ziemlich früh auf den Putz bei dem Schwierigkeitsgrad. Ich habe jetzt so ein bisschen die Kampagne gespielt. Die Kampagne ist auch ganz lustig, da spielen wir nacheinander Skirmishes. Und, beziehungsweise wir, also da spielt man allgemein nacheinander Skirmishes und schaltet neue Einheiten frei und Technologien. Man startet zuerst tatsächlich nur mit normalen MG-Schützen und... Ja, Heilige. Ja, Heilige. Das wird hart. Verteidigungsturm. Constructing. Ja, da muss erstmal gebaut werden. Ah, hier stapeln sie sich zu sehr. Ich mache hier unten noch neue Fahrzeuge. Also das ist schon übel, wie die jetzt reinhauen. Fackeln die Gegner nicht lang. Ich muss sagen, ich habe den Schwierigkeitsgrad unterschätzt. Stück zurück. Unsere ersten Jeeps. Ach du lieber Gott. Ja, es ist hart. Okay, hinter den Türmen verstecken. Jetzt haben wir nur die Ressourcen da hinten. Ich wollte jetzt eigentlich gleich noch die Ressourcen da vorne erschließen. Aber so leicht wird es wohl doch nicht. Na, sammeln, sammeln, Leute. Ruhig bleiben. Lass die Gegner in die Türme kommen. Genau, jetzt kommen sie. Und jetzt kommen wir gegen.
Technologiezentrum. Auch das ist altbekannt. Aber wie gesagt, ich war sehr überrascht, wie gut es tatsächlich das Command & Conquer Feeling rüberbringt. Allgemein, ich musste hier auch überhaupt nichts lernen oder so. Ich war drin im Spiel und wusste sofort, was ich machen muss. Aber gut, jeder, der auf irgendeine Weise mal die alten Command & Conquers gespielt hatte, dem wird es wahrscheinlich genauso gehen. Ich brauche dann gleich noch eine weitere Raffinerie. Am besten hier vorne. Dann kann ich eigentlich die alten Türme wieder verkaufen. Was ist das überhaupt? Ach, der Tech Tree! Ja gut, es ist trotzdem relativ simpel. Eigentlich braucht man gar keinen Tech Tree. Aber es gibt ja einige Leute, die mögen das. Unsere ersten Panzer. Das ist lustig, wir brauchen tatsächlich für Panzer, schon für ganz normale Panzer, brauchen wir ein Tech Lab. Als ein Tech Labor. Radar. Air Control machen wir dann später. Ich mache erstmal nächste Raffinerie. Die mache ich doch hier hoch. Constructing. Holen wir mal die ersten Panzer. Was eine ganz gute Kombo ist, ist Panzer und MG-Schützen. Was übrigens hier auch lustig ist, die MG-Schützen sind hier effektiv gegen Gebäude. Die werfen so Granaten auf die Gebäude. Die sind tatsächlich besser gegen Gebäude als die Raketenschützen. So, was auch lustig ist, es ist alles zerstörbar hier. Auch die Gebäude, auch Boss und Panzer fährt durch. Boom. Lustigerweise nimmt der Panzer keinen Schaden, wenn er mal durch ein ganzes Gebäude durchfährt. Einige von euch können mal bitte damit runter und sammeln. Dankeschön. So, neue Verteidigungstürme. Es ist auch wieder Command & Conquer typisch, wir können nur so nacheinander bauen. Also, neues Bauland erschließen wir, indem nur andere Gebäude in der Nähe sind. Das heißt, wir müssen uns Stück für Stück vorbauen. Ja, machen noch ein paar Jeeps dazu und ein paar mehr MG-Schützen. Müssen wir mal gucken, dass wir uns jetzt endlich mal ein bisschen ausbreiten hier. Power plant complete. Machen wir mal. Ach du lieber Gott. Okay, jetzt merke ich auch, dass die KI was auf dem Kasten hat. Und ja, zum Umfang des Spiels. Es gibt einen Skirmish-Modus, wie man hier sieht. Es gibt eine Kampagne mit 30 Missionen und es gibt auch eine Koop-Kampagne mit 10 Missionen. Und ja, es ist dann doch eine ganze Menge geboten. Allzu teuer ist es. Wie viel kostet das Spiel? Ich glaube 13, 14 Euro. Ich glaube, es ist gerade derzeit noch im Angebot. Also für Leute, die Interesse daran haben, schaut mal rein. Also für alle, die jetzt Command & Conquer geliebt haben und es ein bisschen vermissen, für die ist das Spiel das Richtige, würde ich mal sagen. Wie gesagt, ich habe mich sofort heimisch gefühlt, als ich das gestartet habe. Radar wollte ich noch bauen und ich glaube, ich könnte hier dann gleich meinen Verteidigungsturm hier hinmachen. Da kommen sie schon wieder. Ah, die haben Engineers dabei. Hier Ingenieure in Command & Conquer, was ist so, dass Ingenieure Gebäude einnehmen. Hier reparieren sie tatsächlich Einheiten. Und zwar alle Einheiten. Auch Infanterie. Gut, ich meine, wäre das hier so eine typische deutsche geschnittene Command & Conquer Version, wo sich die Soldaten wie Blechbüchsen anhören, die überrollt werden, dann würde es Sinn machen, dass ein Ingenieur hier so einen Androiden repariert. Artillerie. Also soweit, wie wir jetzt spielen, habe ich in der Kampagne gespielt vom Tech-Level. Artillerie, ab da wird's neu für mich. Naja, neu. So neu ein Command & Conquer... Ja, ein Command & Conquer Klon, kann man's... Ja, man kann es eigentlich einen Klon nennen. Oh, oh. Kampfhubschrauber. Hey, die KI haut ja echt rein. Und da ist Artillerie. Es kann gut sein, dass hier Flächenschaden existiert. Von daher sollte ich lieber vorsichtig sein. Versuchen wir uns mal ein bisschen vorzubauen. Ich weiß leider nicht, ob es hier so... Aber ich glaube, hier gibt es leider keine mobilen Baufahrzeuge oder irgendwas, womit wir...
jetzt einen Außenposten bauen können. Das fehlt noch irgendwie ein bisschen. Aber gut, das gab es in den ersten Command & Conquer auch nicht. Ich glaube, die Entwickler sind tatsächlich auf den absoluten Retro-Trip gewesen und haben gesagt, wir machen jetzt einfach nur neues Command & Conquer 1. Beziehungsweise, ich muss sagen, es erinnert ein bisschen mehr, schon allein wegen den Kampfhubschraubern, an Alarmstufe Rot. Zumindest Raketenhubschrauber. Ja, weiter Verteidigungstürme. Warum eigentlich nicht ein bisschen hier aufbauen? Machen wir mal ein paar Artillerie. Oh, ich merke gerade, was ich hier an Truppen habe. Machen wir mal mehr Infanteristen. Ja, auch Aircraft. Ja, komm, ein paar Raketenschützen machen wir auch noch dazu. Raketensilo. Ja, komm, das gucken wir uns mal an. Constructing. Oh, ja. Da ist das Öl schon weg. Wow! Er war ein bisschen schneller, was das Raketensilo angeht. Heilige. Ach du Scheiße, was? Boah, ne. Keine Panzer. Panzer sind da nicht effektiv. Ich glaube, das war's gleich. Übel. Also die KI haut hier richtig rein. Fuck. Und meine... Schon was sagen sie hier. Ah, ich glaube, es sind... Ah, Mist. Übel sind Aircraft. Ich brauche Missile Turrets gegen Aircraft. Alter Falter, werde ich hier zerpflückt. Übel. Eieiei, die KI haut rein. Ah, ich hatte echt keine Energie mehr. Ja? Da hat's uns zerpflückt. Ah, da seht, hier oben sehen wir es auch. Da haben wir auch hier den Timer. Ja, ich glaube, sehr viel können wir da nicht mehr machen. Ja, ich glaube. Alter Falter. Mein Silo ist auch kaputt. Beziehungsweise, nee. Aber ich kann irgendwie keine Rakete mehr abfeuern. Aber doch, es wird bloß nicht mehr angezeigt. Also die Rakete hat's mir kaputt gemacht. Ist ja hart. Ja. Gehen wir wenigstens in Ehren vom Schlachtfeld. Letzter Widerstand. Letzter Widerstand, denn ich konnte einfach nicht widerstehen. Ah, da haben wir doch den. Warum habe ich die Warnung vorhin nicht gesehen? Das Ding kommt aber verdammt schnell. Okay, beim nächsten Mal müssen wir echt aggressiver sein. Nein, ich stelle die KI nicht einfacher. Ich habe jetzt so die Herausforderung vor mir. Eine Runde machen wir dann noch. Nein. Und ja, das Headquarter ist quasi der Bauhof. Wenn das Ding weg ist, nichts mehr mitbauen. Aber wir können ein neues Headquarter... Okay, das ist interessant. Wir können, wenn das Headquarter weg ist, ein neues Headquarter bauen. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Jetzt will die KI irgendwie nicht mehr angreifen. Gut, dann machen wir das, was die KI macht in Command & Conquer, wenn sie aufgeben will quasi. Sie verkauft alles. Ja. Ach, wir müssen da immer noch drauf drücken. Oh Gott, selbst da sind sie klassisch geblieben. Wahnsinn. Verloren.
All your base are belong to us. Kaum zu glauben, dass die den Gag mit reingebracht haben. Okay. Alles klar, das war so die erste Runde von 8-Bit Armies. Und ihr merkt, das Spiel macht eigentlich echt Spaß. Es hat echt das Command & Conquer Feeling und es spielt sich schnell und kurzweilig vor allem. Ja, und ich würde sagen, dann sehen wir uns demnächst beim zweiten Versuch. Und damit willkommen zu unserer Revanche gegen die KI, die uns letztens platt gemacht hat. Machen wir nochmal auf der gleichen Karte nochmal gegen die schwere KI. Diesmal will ich's wissen. Farbe. Wollen wir irgendwas anderes haben? Nö, ich würde sagen, das kann so bleiben. Dann würde ich sagen, auf zum zweiten. Diesmal besser. Ich schwöre. So, machen wir es gleich so, dass die schnell hinkommen. Runter. Diesmal muss ich ja auch nicht mehr so einführend erklären, was wir hier machen. Oder, ja gut, was wir hier machen mit dem Bauen. Ich, so vieles erschließt sich einfach von selbst. So, ich würde sagen, wir bauen die zweite Raffinerie ziemlich schnell dann. Weiterer Generator. Ich baue mich schon langsam ein bisschen darunter in die Richtung. Danach kommt der Motorpool. Dann kommt hier meine Air Control hier. Nächste Raffinerie hin. Puh. Ich muss trotzdem weiter Einheiten produzieren. Power plant complete. Motorpool. Constructing. Irgendwie sind die Autos ganz lustig. Und das Lustige ist, selbst der Soundtrack erinnert ein kleines bisschen an die ersten Command & Conquers. Es ist so in der Richtung. Vom Stil. Das hätten wir gleich. Dann mache ich die nächste Raffinerie. Und nicht nur die. Ungewollter Reim. Sondern auch noch Harvester. Es stagniert gerade ein bisschen. Mal überlegen, ob ich kurzzeitig die Einheiten... Ja komm, stellen wir mal ganz kurz die Einheitenproduktion ein. Haben wir schon einen zweiten Harvester hier oben? Wir brauchen eigentlich nur einen zusätzlichen bei dem kurzen Weg. Zwei Stück dürften reichen. Also es hat irgendwie von... Es hat hauptsächlich, so gesehen, die Seele von den ersten Command & Conquers. Aber es nimmt auch einiges von späteren Teilen mit. Beispielsweise wie hier das Öl. Das ist so Generals-like. So mit so einem festen Versorgungspunkt quasi, der Ressourcen bringt. Genau, du gehst jetzt schon da runter. Diese Ruhe ist mir gerade übertrieben trügerisch. Werd fertig, komm. Das Ding ist noch nicht mal fertig und du willst hier schon... Das ist löblich. Refinery complete. So, jetzt können wir, glaube ich, weiterbauen. Jetzt ist eigentlich Ressourcenversorgung gesichert soweit. So, du gehst hier hoch. Dann sind wir soweit glücklich. Ganz weg. Machen wir noch ein paar Jeeps. Irgendwie... Ah, ich wollte schon gerade sagen. Wo ist denn der Gegner eigentlich? Ach du lieber Gott, er hat sich gesammelt. Aber wie der sich gesammelt hat. Oh, wow, 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 wow. Alter, Falter. Und das ist der vorletzte Schwierigkeitsgrad. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es geht noch schlimmer.
Tech-Labor? Tech-Labor. Uiuiuiui, Rückzug, Rückzug, Rückzug. Und hier nochmal neu ausbreiten. Was übrigens auch sehr klassisch ist, wenn man jetzt eine zweite Kaserne baut, heißt es nicht, dass man jetzt doppelt so viele Infanteristen bauen darf. Man hat nur ein primäres Gebäude, also auch wie bei den ersten Command & Conquer-Teilen. Uiuiui, jetzt hat die KI gar nicht mal so schnell angegriffen, sondern sich eher gesammelt. Also ich habe echt so das Gefühl, dass die KI hier echt was auf dem Kasten hat. Die ist nicht voll fest geskriptet, sondern handelt eventuell sogar der Situation entsprechend. Okay, zurück, zurück. Low Power. Yay. So, gucken wir mal weiter. Also ich habe jetzt am Anfang, als ich diese Armee gesehen habe, eigentlich schon echt fast mit meinem Leben abgeschlossen. Dass ich das jetzt noch geschafft habe, wundert mich. Machen wir mal gemixt, weil die Panzer können eben nichts gegen Helikopter machen. Und wie die einen niederreißen können, haben wir auch schon gesehen. Hossa! So. Zurück, nochmal ein bisschen sammeln, obwohl so eng sammeln. Wir haben schon gesehen, wie das ins Auge gehen kann, wenn da einfach mal eine Nuklearrakete reinkommt. Uneingeladen natürlich. Da hat er schon wieder die ersten Helis. Die muss ich jetzt auch mal bauen. Und wenn auch Helis haben wollen. Alle in meiner Klasse haben schon einen Heli. Ich mache echt einen großen Einheitenmix. Ich könnte auch mal Engineers machen, so wie verletzt wie meine Einheiten sind. So schlecht ist die Idee gar nicht. Es dauert, glaube ich, nicht mehr so lange, bis meine geliebten Freunde kommen. Wenn er überhaupt noch... Also so wie ich die KI jetzt mittlerweile erlebt habe, die ist jetzt bis jetzt ziemlich unberechenbar gewesen. Ich habe schon das Gefühl, dass der vielleicht jetzt gar nicht mehr hier mit Helikoptern kommt, weil ich jetzt Luftabwehr habe. So, hier jetzt noch einen. Oh, Artillerie. Oh ja, Flächenschaden macht die. Och, du lieber Gott. Bisschen weg. Hui. Wir brauchen jetzt echt bald mal ein paar Engineers, die mich heilen. So, sammeln bitte. Boah, ich dachte schon, das schlägt ihn jetzt wieder ein. Okay, Radar, haben wir schon eins? Ich glaube, wir haben noch keins. Und danach kümmern wir uns mal um bessere Einheiten, weil das habe ich jetzt auch schon viel zu lang vernachlässigt. Mit dem, was wir hier haben, werden wir jetzt auch nicht ewig glücklich. Hui. Radar complete. Radar. Der Gegner geht unter die Radar. Energie. Ich mach die Kraftwerke gewohnt. Das habe ich noch so ein bisschen von Generals allein. Allgemein von allen Command & Conquers. Kraftwerke weit auseinander, weil wenn die konzentriert sind und der Gegner haut da was Böses rein, dann ist Energie absolut zappenduster, ist es dann. Einfach Energie weg. Einfach nur weg. Da gibt's keine nette Beschreibung. Weg. Power plant complete. Nur dann Aircraft. Aircraft, Aircraft, Aircraft. Oh, wieder wild durch und ein paar Artillerie noch dazu. Air control complete. Boah, ich dachte schon, was ist denn jetzt passiert? Okay, Helis. Gemischt, würde ich sagen. MG und Raketenhelis. Und hier ein bisschen in Bewegung bleiben. Und ich muss jetzt bald mal expandieren in die Richtung.
Komm, mach mal ein paar Ausbildungsgebäude näher. Einfach. Dann seht ihr gleich mal, wie ich das meine. Jetzt läuft's doch langsam. So. Und hier ist es tatsächlich so, hier muss man das Primärgebäude auswählen. Das ist jetzt Primärgebäude. Und hier kommen jetzt die Infanteristenrollen. Mal zwei. Das bedeutet wahrscheinlich einfach, dass ich zwei Stück habe, oder? Weil mir ist nie aufgefallen, dass jetzt irgendwie auch schneller produziert wird oder so. Oh, doch. Es wird schneller produziert. Ich sehe es. Okay, was dazugelernt. Dann sind sie doch ein bisschen mitgegangen. Ach du lieber Gott. Da geht's wieder. Volle Kanne gegendrücken. Hossa. Aber wir drängen ihn gerade zurück. Ich sammle mich noch ein kleines bisschen, da müssen wir schon langsam echt drüber nachdenken. Anzugreifen. So. Motorpool ist errichtet. Mache ich nochmal einen Aircraft Tower. Constructing. Zack, 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 zack. Übrigens, mit Shift gleich 5 zu machen geht leider nicht. Ich hab's gleich am Anfang mal versucht. War eines der ersten Dinge, die ich probiert habe. Leider nein. So. Mach meine Engineers mal was. Kommt, repariert mal bitte. Ah, jetzt fangen sie an. I have a bad feeling about this. Unser Reaktionsfenster ist nur sehr kurz, wenn jetzt eine Bombe platzt. Also, dass der Gegner zu lange nicht angreift, heißt wohl nur, dass er sich sammelt. Constructing. Das heißt, dass ich nicht sehr glücklich... Regeneriert sich das? Weil es verschwindet ja nicht. Oder kann man es verkaufen irgendwie? Nö. Hm. Was wir mal tun können, ist, den Gegner zumindest auf den Sack zu gehen und ihm vielleicht Ressourcen zu klauen. Da ist ein Sammler. Das heißt, seine Sammler. Das sind mehrere. Man könnte jetzt... Ich dachte schon fast, es wäre so eine Blutfontäne gewesen. Aber es ist ja ein roter Sammler. Es ist einfach ein rote Fetzen zersprungen. Oder so. Alter, was war denn das? Irgendwas hat hier böse Aua gemacht. Ich glaube, ich bin meine eigenen Artillerieschüsse gerannt. Kann das sein? Sammeln wir uns nochmal kurz und dann gucken wir mal rein. Ich merke gerade das Problem. Was? Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte... Oh, shit. Ich wollte dich hier verkaufen. Hier, weg. Wenn, dann geht wenigstens hier unten rein. Wenn ihr jetzt unbedingt hier in so ein Teil wollt. Wir müssen kurz einstellen. Ich habe so das Gefühl, dass der Gegner kein Geld mehr hat. Das könnte gut sein. Auch noch weg. Sehr schön. Wir sind jung und brauchen das Geld. Ich glaube, echt hat keine... Schauen wir mal vorbei, oder? Kann man speichern? Ne, speichern kann man nicht. Gut, die Missionen sind kurzweilig genug, dass man nicht speichern muss. Angriff! Und gut, was eben anders ist als ansonsten in Command & Conquer, es gibt keine verschiedenen Fraktionen. Es gibt immer nur die gleichen. Aber vielleicht kommt ja noch was dazu. Genau, das muss ich euch auch noch zeigen. Im Hauptmenü gibt es so eine kleine Ankündigung zum eventuellen... zu Content, der noch dazu kommt. Ob jetzt kostenpflichtig oder nicht, keine Ahnung. Wird man sehen. Aber es sieht irgendwie lustig aus. Es ist so gesehen eine zusätzliche Fraktion, bloß nicht so, wie man sich es jetzt vorstellt. Yay. Ja, tatsächlich, der Gegner wurde jetzt ausgeblutet. Er hat jetzt alle seine Ressourcen reingesteckt und hatte kaum noch was übrig. Da wir jetzt noch seine Sammler kaputt gemacht haben. Haben wir es. Schön. Rache ist Blutlust.
und auf Wiedersehen. Player eliminated. Wunderbar. Und beim Sieg kommt A Winner is You. Ich glaube, die benutzen solche so typische Übersetzungsfehler quasi, die so in Spielen. Also ich kenne auf jeden Fall das All Base I Belong to Us. Das A Winner is You, das wurde bestimmt auch irgendwo verwendet. Wenn sie schon das All Base Belong to Us mit reinhauen. Aber gut, was ich euch noch zeigen wollte beim Spiel. Also zum einen, ich kann es euch mal kurz zeigen, das ist die Kampagne. Da gibt es auch verschiedene Herausforderungen und da schaltet man hier Einheiten frei und Startboni und so Zeug nach und nach. Und es gibt auch, wie gesagt, Herausforderungen und es gibt auch eine Koop-Kampagne. Auch interessant, eventuell gucke ich mir die mal mit Cabo an, wenn euch das Spiel gefällt. Und ja, Skirmish Multiplayer, das Spiel hat einiges an Content. Und was haben wir hier? Coming Soon? Genau das. Irgendeine Fantasy-Fraktion mit großen Ogern und Skeletten und Katapulten und Magiern. Ist irgendwie bin ich da mal gespannt drauf, was das sein soll. Oder Coming Soon mit Fragezeichen. Entweder ist es ein Gag oder es kommt tatsächlich. Aber cool wäre es schon irgendwie, oder? Aber schön, das war so der erste Einblick von 8-Bit Armies. Ich hoffe, es hat euch gefallen und je nachdem, wie es euch gefällt, schreibt einfach mal in die Kommentare. Und je nachdem, wie es euch gefällt, gibt es hierzu eventuell bald mal noch ein bisschen mehr. Ein paar mehr Skirmishes, vielleicht mal die Koop-Kampagne mit Cabo, wenn ich ihn dazu überreden kann. Aber so ein Command Conquer-Nerd, wie er ist, brauche ich, glaube ich, vielleicht muss ich noch nicht mal fragen. Mal gucken. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns vielleicht bei weiteren Partien von 8-Bit Armies. Bis dahin, bye bye.